Der Wald. Unendliche Breiten. Wir schreiben das Jahr 2015. Dies sind die Abenteuer zweier gestrandeter Pfadfinder, die ohne Besatzung unterwegs sind, um den Wald zu erforschen. Viele Kilometer von der Heimat entfernt dringen Flatty und Pausenklaus in Regionen vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen und Herren da draußen. Wie versprochen, The Forest im Koop. Und zwar mit den netten Herren da oben. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hier ist der Pausenklaus. Hi, was geht ab? Ja, also wir hatten jetzt... Du alter Pfadfinder. Wir hatten jetzt schon ein paar kleine Aufnahmeschwierigkeiten, aber jetzt klappt's endlich. Und ich bin voreilig aus dem Ding hier rausgesprungen und habe die ganzen Snickers da oben vergessen und den ganzen scheiß Snacks, Mann. Ich habe jetzt nichts mitgenommen. Ja, macht ja nichts raus, ich auch nicht. Alles klar, geil, cool. Sehr intelligent, also, auf jeden Fall. Wir wollten einfach mal gucken, was so geht. Also es gab ja einige Patches, die Forest ein bisschen verändert haben. Und die wollten wir natürlich wahrnehmen. Wir haben auch schon mal angefangen, ein bisschen was vorzubauen, aber dann war der Spielstand nicht mehr kompatibel und ja. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Guck mal, was hier so geht. Richtig. Boah, mega leck. Geil. So. Da ich gerade eben dein Video geguckt habe hier mit hier. Wurstwasser. Genau, Wurstwasser. Sag ich nur, deine Mutter hat ein Leck. Ja. Ja, das war sehr lustig. Also wer sich das Video nicht angeguckt hat, kann sich das gerne mal angucken. Die Blobby-Wolli-Folge mit dem Wurstwasser. Ja, kann ich schon empfehlen. Oder lieber Otto einfach mal heftig auf die Schnauze bekommen hat. So. Ja, Klausi, was machst du? Wo bist du? Ich hab einen Reh gefunden. Er tötet Bambi. Warte, hast du's? Ja, fast. Komm. Oh, Ulzi. Scheiße. Nein, ach Mann, die sind viel zu schnell. Nee, ich hab's. Echt? Ja. Nice. Warte, ich schmeiß Steine. Hier, da. So, ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, es geht bei mir, glaube ich, eh nicht langsam den Bach runter. Ja, gut, dann lass uns erstmal so die typischen Alltagsdinge machen, wie zum Beispiel Holz hacken oder Sticks mitnehmen. Ja, was man so im Alltag... Ach, scheiße, jetzt habe ich schon wieder diese blöden, giftigen Pilze gefressen. Mann! Mann, du lernst aber auch nicht draußen, ne? Ich glaub, ja, das stand eh. Ich bin immer... Weißt du, da steht eh, dann drück ich da drauf. Waren es diese blauen? Nee, hier, so Pilze, wo ich hier stehe. Hier sind noch welche. Achso, na, es gibt ja auch diese Beeren, ne? Ne, hier, isst die mal, die sind lecker. Ne, will ich nicht. Mag ich nicht. Hier hast du gekocht. Alles, was du kochst, esse ich nicht. Ich kann gar nicht kochen. Ne, siehst du. Das war jetzt gerade ein Eingeständnis, ne? Ich glaube, ich huste auch. Das ist ja ätzend. Du hustest? Ist ja kalt. Ich weiß nicht. Das Problem ist, ich sehe ja... Achso, doch, ich sehe meine Beine. Apropos Gras wechseln. Ich sehe meine Beine. Wollen wir mal irgendwie nochmal runter zum Strand oder so? Oder ja, sowas? Wenn du weißt, wo der ist. Dass wir, ich glaube, einfach mal der Nase nach, dass wir vielleicht irgendwie anfangen, so mit Bäumchen, mit Häuschen bauen. Oh, guck mal hier, erste Dorf. Uns erstmal irgendwo hin platzieren, irgendwo einnisten. Oh, Bambi! Oh, One-Hit, krass. Was, hast du es getötet? Ey, das war das, ja, was ich eben angehauen habe, bestimmt. Das kann sein. Dann hast du mir die Arbeit um einiges erleichtert. So, hier scheint gerade nichts los zu sein, ne? Nee, irgendwie nicht, aber ich habe hier irgendwie... Ah, jetzt geht's wieder. Oh, Koffer. Koffer! Ich frage mich ja, was die Entwickler vorhaben mit diesen Tennisbällen. Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Also... Also es gibt ja diese Tennisschläger hier, ne? womit sie hier so einige Passagiere oder irgendwelche Opfer die Köpfe einhauen. Ob man die irgendwann abnehmen kann und sich dann hier die Zeit vertreiben kann, um nicht wahnsinnig zu werden. Das wäre auf jeden Fall mal ein sehr lustiges Feature. Würde mich auch nicht wundern, ne? Bei den ganzen Features, die man so zwischendrin in den Patches mal hatte, so mit fliegenden Tischen und so. Ja. Ne, die Tische waren awesome, oder? Warte mal, die waren super. Warte mal, kann ich... Ah. Hey, Makaye, hey, Makaye. Oh, komm, ich kann nicht. Habe ich dich gehauen? Oh, hinter dir. Oh Gott, hinter uns, also hinter dir. Okay, dann weg hier. Ich habe jetzt keinen Bock, mich zu schlagen. Das Problem ist. Vor die Monster-Legs hier. Okay. Weil wir natürlich auch so doof beide aus dem Flugzeug gesprungen sind, haben wir wahrscheinlich jetzt auch beide Low HP, ne? Ja, wir haben die ganzen Medikamente gar nicht mitgenommen und so. Wir haben nichts mitgenommen. Das war echt voll blöd.
Ich meine, ein Blöder reicht ja, ne? Aber dass du es gleich nachmachst, das war echt blöd. Ja, ich habe zumindest ein Tablett mit Essen gegessen vorher noch. Hast du? Ja, aber es hat nicht geholfen. Was ist das hier? Heat? Kann man es essen? Nee, die kann man, glaube ich, nicht doch, essen. Doch, doch. Echt? Ja, hau rein. Ja, super. Wie, hast du Scham bekommen oder was? Ja, die sind giftig. Ich esse die doch gerade, das passiert nichts. Ich habe die gerade vernascht. Also eigentlich sind nur die blauen essbar. Nützlich. So, ich nehme mal ein paar Seile mit. Ach, guck mal, die Seile sehen anders aus. Die haben ein neues Overlay bekommen. So. Wollen wir hier bleiben? Wollen wir einfach diese Hütte hier nehmen? Die ist hier so abseits. Ja, ist zumindest wasserdicht, ne? Wollen wir die Hütte hier gleich einfach einnehmen? ja, ist mir egal, können wir machen. Echt? Wobei, ich fand unser Baumhaus, was wir so gemacht haben, eigentlich ganz schnuckelig. Na, das Baumhaus, das würde ich jetzt hier vorne hinknallen oder hier vorne. Also, dass wir uns hier irgendwie einlisten, also es war jetzt nur eine Idee. Ja, guck mal, ich habe Stonehenge gefunden da hinten. Was hast du gefunden? Stonehenge. Was ist das? Hier, diese komischen Inseln, diese komischen Steine hier, da hinten. Steine? Siehst du die Insel nicht? Ach die da vorne, okay. Wo bist denn du? Ah, Alter, erschreck mich doch nicht so. Du siehst übrigens genauso aus wie im vorigen Spielstand. Ja, du siehst auch aus wie im vorigen Spielstand. Ja, das, ne? Muss so. So, ja, was machen denn die Steine da vorne? Kann man die einsammeln oder abhauen oder was? Ne, ich glaube nicht. Okay. Kann man hier runter? Ne, ich will es nicht probieren. Kann ich dir irgendwie Medizin in die Hand drücken? Ne, handeln? Ne, leider nicht. Ne, leider nicht. Also, ich habe auch noch nichts gesehen, dass man zum Beispiel irgendwie irgendwas in die Hand nimmt und es zum Beispiel wegwerfen kann, damit der andere es aufheben kann. Das geht leider auch nicht. Finde ich schon ein bisschen schade, weil ich meine, wenn man zusammen überleben will, dann würde ich das natürlich machen. Ja. Wenn du mir sympathisch bist. Ja, hier. Stein gegen Kopf. So, also, was machen wir? Wollen wir hier bleiben oder wollen wir weiter runter? Wir können meinetwegen hier bleiben, aber ich glaube, wir sollten als erstes mal zwei Schildkrötenpanzer besorgen, oder? Ich habe nämlich Durst. Du hast so, ich nicht. Ach so, warte mal. Ich habe doch hier gerade von diesem Dings genascht. Hier, da ist noch was. Füllt der mein Trinken wieder auf? Warte. Ja, hier, iss mal. Nee, bei mir sind die giftig. Sind die bei dir blau, die Beeren? Da sind keine Beeren dran, das ist ein Strauch. Also ohne Beeren. Da ist irgendwas. Also irgendwas stimmt mit dir nicht. Bei mir sind da Beeren dran und die sind nicht blau und na, die Moment sind giftig. Mal, wir hatten hier Gras geraucht, ne? Also zumindest das Falsche. So, also, weißt du, was ich jetzt mache? Hier, so mach ich den Busch kaputt. Nein! Du hast mein Trinken weggehauen. So, wir brauchen einen Schildkrötenpanzer. Na gut, dann müssen wir wirklich runter zum Strand, ne? Guti. Dann runter. Hey, oh, hier, der Busch hier. Der hat bei mir blaue Beeren und die sind super. Na, genau so sah der Strauch oben aus, den du mir gerade weggehauen hast. Also bei mir waren da... Jetzt, siehst du, ich krieg Schaden. Wie geil ist das denn? Ist das jetzt... Das Spiel ist so auf Mobbing-Modus aus, weißt du. Der eine darf das, der andere nicht. So, jetzt regnet's. Die Hand voll Augen. Weil bei mir ein Vogel davor sitzt. Du hast einen Vogel drauf, ja, aber du hast nur die Hand oben, aber kein Vogel. Hier sind auch wieder Beeren, die ich essen kann. Nee. Alles, was du da jetzt findest, das nehme ich nicht mehr an. Also ich kann die ohne Probleme essen. Scheiße, okay, hier geht's. Hier geht's aber sehr tief runter. Wir müssen irgendeinen Weg nach unten finden. Wow. Naja, ich habe einen gefunden. Das ist halt nur nicht so ratsam. Gut. Ja, wir müssen einfach da lang, ne? Immer am Berg lang. Und irgendwann sollten wir dann auch mal runterkommen, hoffe ich. Ach, guck mal hier, ich bin ganz mutig. Ich gehe jetzt hier mal runter. Guck mal, das ist ein Boot. Ja, ich bin unten angekommen. Bist du jetzt echt runtergegangen? Ja, ich habe aber Schaden gekriegt. Oh nee, ich will nicht. Warte mal. Kann man hier irgendwie runter, ohne sich irgendwie... Ja, Alter. Ja, easy. Hallo, hier. Wo bist du? Ah, da. Ich komme. Oh. So. Was war das? Ich habe einen Reh getötet. Ich habe hier gerade einen Sound gehabt. Als wenn ein Motorrad vorbeifährt. Hier hast du einen Stein. Stein? Oh. Hast du mir gerade einen Stein geworfen? Ich habe einen Stein gegen den Kopf geworfen, ja. Immer diese unhöflichen Leute. Oh, ich habe ein Seil gefunden. Komm her. Du blödes Bambi, bleib auf Felix stehen. Oh, hast du gesehen? Habe ich abgefangen. Die Sau. Hat das Vieh gerade... Hast du das gerade gehört?
Was denn? Bild ich mir das ein? Ich höre nichts, außer. Nee, also als ich das Reh gerade gehittet habe, das, also den Last Hit quasi, da hat es so rumgeschrien. Okay. Okay, kann sich jeder in meiner Folge gerne anhören, aber der Klaus anscheinend, der hat da nichts an. Das ist strange. Auch gerade als ich den Berg runtergekommen bin, da kam dann gleich so eine komische Musik, irgendwas komisches. Oh, guck mal, hier ist Seil. Seil, Steine. Wir müssen uns mal langsam irgendwas bauen. Ja, ich befürchte auch, hier gibt es keine Schildkröten, ne? Nee, irgendwie nicht. Und das Problem ist, wir kommen auch, glaube ich, sehr schlecht wieder hoch, oder? Doch, 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 hier kommen wir hoch. Hoffe ich. Ja, das ist quer genug. Zack, oben ist er. Komm! Hoch! So. So! Ach, guck mal! Weißt du, was wir gerade gemacht haben? Wir sind gelaufen. Ja, super. Ich habe Koffer gefunden. Was ist ein Glückwunsch. Willst du wieder abreisen? Nö, gefällt mir hier ganz gut. Mann. Wieso? Warte mal, ja, komm. Dann lass uns noch hier ein paar Koffer mitnehmen. Hup! Wie du da einfach stehst, weißt du, ich werf dir einen Tennisball gegen die Rübe und du reagierst überhaupt nicht. Ach so, hast du mir gerade wehgetan? Nee, offensichtlich nicht. Ja, ich so. Finde das schon ein bisschen böse von dir, ne? Dass du mich einfach. Ich meine, du brauchst mich, du brauchst meine Hilfe. Und du riskierst es einfach, dass du mir einen Tennisball gegen die Ohren haust. Du hast doch eben gesagt, du willst Tennis spielen. Ja, aber wir haben ja keine Schläger. Ich meine, komm, was ist Tennis ohne Schläger? Nur ein Ball. So, wir müssen mal langsam irgendwie was bauen. Ja. Wollen wir vielleicht sogar hier bleiben? Ja, das aber können wir machen. Wir haben aber immer noch das Durstproblem, ja, ne? Wir brauchen wirklich Schildkröten. Oder wir brauchen auch einfach nur Häute, ne? Damit wir halt zum Beispiel so einen Schlauch in so einen See reinlegen können. Das können wir ja auch machen. Also an Schildkröten sind wir jetzt nicht unbedingt angewiesen. Also es gibt ja die Alternative. Ja, warte mal, wie viele Häute habe ich denn? Welche Häute brauchen wir denn? Ich glaube. Von dem Reh? Ja. Davon habe ich zwei? Ich eins und ich glaube, wir brauchen drei. Also ich habe zwei. So, ich habe hier noch einen Reh gefunden. Alter, bleibst du hier? Du Sau. Ich kessel es ein! Ich flankiere! Ich komm! Nee, scheiße, es rennt weg! Ich hab keine Ausdauer mehr. Weg da! So, ich hab's einmal getroffen! Au! Ich hab's! Fuck! Warte! Jetzt! Mein Problem ist, ich hab keine Ausdauer mehr. Hast du keine Snickers mehr oder sowas? Also doch, grundsätzlich habe ich schon Ausdauer, aber ich bin ein bisschen zu sehr gelaufen. Dieses Reh will mich doch verarschen. Jetzt bleib gefälligst stehen, du Sau. Du sag mal, was brauche ich denn für so einen Schlauch? Reh heute? Ja, zwei, aber da fehlt noch eins. Also da fehlt noch etwas anderes. Ein Seil. Oh, hab ich. Ich hab es. Ach nee, was sind das? Was ist denn das? Ach so, ein Waterskin. Can be used to gather clean water currently. Okay. Also du brauchst zwei und ein Seil. Okay, alles klar, cool. Also muss ich jetzt eigentlich nur noch einen Teich finden, oder was? Ich glaube schon, ja. Na, dann wäre es ja eine Zeit, wenn du auch mal da dir irgendwas zusammenkraftest. Warte mal, hier ist ein Bambi. Ach nee, du hast keine Seile, ne? Kann das sein? Doch, natürlich habe ich Seile. Du stehst da schon wieder so rum. Ja, weil ich mir gerade ein Waterskin gecraftet habe. Hier sind wieder so Bären, die Trinkanzeige auffüllen. Jo, das hat mir auch erstmal geholfen. Aber ich muss schon mal wieder Medikamente nehmen. Irgendwer hat mich nämlich eben geschlagen. Alter, stimmt. Du hast mir auch vor einen reingesammelt. Nein, nicht. Also, okay. So, ja, jetzt brauchen wir nur irgendwo Wasser, ne? Bist du sicher, dass das mit dem Teich funktioniert? Ja. Okay. Ja, dann lass uns mal einen Teich suchen. Bilde mir ein, dass ich das mal gesehen habe. Also ich weiß, dass es mit einem Schlauch funktioniert, aber wir haben ja gerade keinen Schlauch gecraftet. Wir haben, oh, hier ist Totem. Den mache ich gleich mal weg. Na. So.
So, es wird auch langsam dunkel, ne? Ja, ey, wir brauchen echt langsam ein Lager, oder? Also, wir brauchen ein Lagerfeuer, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, irgendwie sowas. Auch ein Bett bräuchten wir auch. Oh, was das hier für eine Lichtung ist, ne? Voll geil. Ja, sollen wir uns hier niederlassen? Ja, aber. Ja. Oh, guck mal hier, liegt ein Seil rum. Siehst du das? Ja. Ach, da kann man runterklettern. Ah, oh, Alter, oh, ich wäre fast runtergefallen. Cool, hier ist eine Höhle. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir hier, ne? Ja. Wollen wir uns ein Baumhaus genau hier drüber bauen? Jo, Da, wo du welch? gerade stehst, hier zum Beispiel? Hier? Ja, das können wir machen. Guti, dann ich hau da eins ran, ne? Ich fäll mal schon mal. Ja, ich guck mal, wo ist denn das Baumhaus? Welches wollen wir denn? Das mit dem Dreieckdach oder den Kasten? Ja, lassen Sie erstmal das Kleine nehmen, oder? Ich glaube, die Zeit wird langsam knapp mit dem Sonnenuntergang. Okay, alles klar. Hast du die Uhr im Auge übrigens? Ja, wir sind schon wieder fast am Limit. Okay, So. Baum fällt. So. Oh, es wird aber auch wirklich langsam dunkel. Jetzt hast du doch das Große genommen, ne? Nein, das ist der Kasten. Das ist das Kleinere. Das Dreieckshaus braucht mehr. Ach so, echt? Boah, Ja. 35? Alter Schwede. Ja, und das Dreieckshaus braucht, glaube ich, 79. Oh. Okay, na Nee, gut. 59. Ich brauche jetzt sogar schon ein Feuerzeug. Das wird hier echt So, langsam dunkel. Baum fällt. Wie du einfach so den Baum schon aus der Luft fängst, ey, du Tier. So easy. Deutsches Handwerk nenne ich das. So. Du bist wohl der Sohn von Chuck Norris. Ich weiß ehrlich gesagt nicht immer genau, was an diesem Typen so besonders ist. Naja, der Ehrlich, ist, keine also, Ahnung, bald ehrlich 70 und gesagt. sieht aus wie 40. Ach wirklich? Schon so alt? Ja, der müsste schon auf jeden Fall Mitte 60 sein. Okay. So, irgendwo habe ich noch hier zwei Baumstämme gehabt, da. Boah, wie lange dauert das denn? Hallo. So, jetzt. Boah, es ist stockduster. Okay. Scheiße. Ja, ganz praktisch kann man ja da das Feuerzeug halten, ne? Während man einen Baum Ja, fällt. habe ich gerade, ja, aber so ganz bringt das jetzt auch nicht wirklich was. Boah, Alter, ich sehe ja wirklich nichts mehr. Ja. Ach, warte mal, ich habe eine Taschenlampe. Taschenlampe? Oh, okay, die bringt noch weniger. Nice. So, ich habe mir noch mal einen Baum gefällt. Dass einem Baum gefällt? Warte, komm mal zu dir. Obwohl ich ja auch gerade einen Baum gefällt habe, aber ich gehe einfach mal zu dir. Oh Gott, ich sehe nichts. Scheiße. So, wir brauchen noch 19. Ach du Scheiße. Oh, Alter, ich wäre hier fast reingefallen. Holla die Waldfee. Das ist nicht lustig. Oh, es ist alles schwarz. Also, wenn ihr gerade nichts seht, ne, dann ist es nicht, weil ihr irgendwie scheiß Einstellungen habt mit eurem Monitor. Es ist einfach das Spiel. Nee, das liegt daran, weil ihr scheiß Einstellungen an eurem Monitor habt. Lasst euch nichts erzählen. Ihr müsst Ihr habt das einen scheiß Monitor, habt ihr nicht? Ihr habt einfach einen herdrehen. scheiß Monitor. Es ist einfach so. Man muss es einfach mal deutlich sagen, aber ihr habt einfach einen scheiß Monitor. So, wir brauchen noch 12, wenn ich jetzt noch richtig gerechnet habe. Baumstamm, Baumstamm. War hier nicht noch ein Baumstamm? Hier. Hier ist noch ein Baumstamm. Alter, Finne. So. Weißt du, was ich auch machen kann? Warte mal. Du kannst einfach deine Motorsäge holen, dann geht's schneller. Ja, das wäre eine Idee. Aber ich habe auch noch eine andere Idee. So, Ich höre Leute laufen. ich mach einfach mal Feuer an. Ich höre Leute laufen, ich sehe aber keine. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich höre nichts. Nix. So, wo sind denn jetzt die anderen Baumstämme schon wieder hingefallen? Ich kotze gleich. Aber ich will ja zum Thema Rauchen nichts sagen. Ja, schuldig. Ah, hier ist noch einer. So. Mehr. So, drei noch. Komm, Vollgas. Einfach Ich. mal alles aufsammeln, was hier so rumliegt. Oh, ein Lizard, ein Lizard, ein Lizard. Fuck. Ich habe Blumen eingesammelt. Lizard. Einen Baum brauchen wir noch, ne? Einen Ja, Baum. ich bin schon dran. Ach Ich so, bin machst du schon schon. dran. Okay, alles klar. Cool, vorbildlich ist er, vorbildlich. Na Ob das schneller geht, klar. wenn wir zu zweit draufhauen. Aber ich glaube, wir hauen uns dann gegenseitig. Ja. So. Nee, nicht in die Richtung, in die Baumfällen! andere.
Oh, hinter dir, zwei, Alter, fuck. Oh, oh. Ich glaube, wir kriegen gleich richtig aufs Maul. So, ich. Mach mal das Baumhaus schnell zu Ende. Ich hab zwei. Ich hol den letzten. Oh, komm, fuck. Komm schon. Oh, fuck. 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 So, ich mach fertig, mal meinen. Fertig. Hoch hier. Hoch, hoch, hoch. Zieh. Zieh. Ah, ich bin oben. Wie sieht's mit dir aus? Ich nicht. Ich komme nicht drauf auf die Schnur, auf doch, Seil. Doch, komm. Klaus, komm. Ich komme nicht drauf. Doch, du musst aber. Ohne Scheiße, ich habe kein Klettersymbol. Oh nee, oder? Was aber das Seil hängt bei dir, oder was? Ja, ja. Bei mir hängt alles. Ja, oh Gott. Warte mal, ich komme nochmal runter. Du wirst gerade geschlagen, oder? Nö. Warte. Bei mir ist alles in Ordnung. Hallo. Die stehen hier so rum. Na Leute, was macht er? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Ich kann hier echt nicht raufklettern, ne? Was soll denn das? Alter! Hilfe! 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 Ich komme! Hilfe! Maul! Maul, du blöder Wichser! Richtig. So. So, der ist auch down. Alles klar. Nice. So, jetzt nochmal zurück zum Problem. Du kommst hier nicht rauf. Kommst jetzt vielleicht rauf, weil wir vielleicht fertig sind mit Kämpfen. Oh, warte mal, meiner lebt noch. Halt die Fresse. Du sollst die Fresse halten. So. So, pass auf, ich probiere nochmal. Oh, da oben. Ey, der war bei uns auf dem Dach. Was soll denn das? Du Hure. Hau ab. Weg. Mach das, Salantivins. Piss dich. Voll ein mit der Axt genockt, warte. So, jetzt. Pass mal auf, mein Freund. Du lässt den jetzt in Ruhe, ne? Sonst. Ich sammle mal seine Zähne ein. Hinter uns noch einer. Warte mal, der lebt noch. Wie hartnäckig ist denn der? Ich mach mal Feuerzeug aus, weil dann kannst du schneller hauen. So. Der ist auch tot. Alter, ich sehe hier aber auch wirklich nicht viel. Oh, ich habe ein Bein mitgenommen. Okay, alles klar. Ja, Glückwunsch. Ich würde aber auch sagen, dass wir einfach jetzt durchzocken können. Ne? Dann machen wir einfach einen Cut. So. Ja. Läuft so, läuft einfach so rein und machen wir es einfach an einem Stück. Und dann ist es schön. Nee, also ich komm hier das Baumhaus nicht hoch. Echt nicht, Mann? Das ist aber voll assi. Wirklich nicht? Nee, ich hab hier. Also normalerweise müsste ich ja ein E haben zum Hochklettern und dieser. Ja, genau, na so wie ich. So jetzt wie jetzt. Ich geh jetzt hier einfach mal hoch. So, ich trag mal hier ein paar Sachen weg. Nee, ich hab hier kein E. Irgendwie sehr seltsam. Das ist echt scheiße. Pass mal auf. Ich, vielleicht beim neuen Einloggen oder irgendwie sowas. Kann ja sein, dass gerade irgendwie so ein Buggy ist. Ich probiere mal was. Probier mal was. Hier kann man doch irgendwo ein Kletterseil machen. Ein Kletterseil? Ja, das echt? Kann man. Ja, das kann man theoretisch craften, aber ich kann es nicht ans Baumhaus setzen. Waterskin. Ach guck mal, man kann sie jetzt sogar. Ah, man sieht jetzt sogar, was man daraus machen kann. Das ist cool. Nee. Ach, ein Bogen. Das geht leider nicht. So, warum? Ich habe mir jetzt einen Bogen gemacht. Super, okay. Hast du auch Pfeile? Nee, wie macht man die? Brauchst du Federn und Sticks. Okay. So, ich muss mal dann, was essen. Ja, Feuer ist hier, ne? Also, achso, warum esse ich denn dann Müsli-Riegel? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen? Ich habe hier extra so fleißig ein Feuer hingemacht. Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich jetzt? Wir sind jetzt bei 26. 26. Also das, weiß nicht. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir zocken jetzt hier eine Session durch und cutten es dann einfach je nachdem, peu à peu. Keine Ahnung. Vielleicht so in 15 Minuten Folgen vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder wir können jetzt noch eine Abmoderation machen. Also wenn wir jetzt cutten, haben wir halt keine Abmoderation, ne? Ja, genau. Aber kann jetzt haben wir natürlich auch schon sinnlos Gelaber mit drin, ne? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Die Leute können ruhig hören, was wir hier so von uns geben. Ja, also meinetwegen können wir jetzt Abmoderation machen, ne? 26 ja, Minuten. Wir? Alles klar, habt ihr gehört. Der Klausi, der will abmoderieren. Ja, ist halt netter so, ne? Na, dann moderier mal ab. Ja, das ist der Flatty. Das bin ich. Ich gucke meine Füße an, so. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann schaut beim Flatty vorbei, schaut bei mir vorbei, lasst uns ein Däumchen da, lasst uns Kommentare da ohne Ende, wie scheiße ihr uns findet und natürlich, wie gut ihr alles andere findet. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Wir können es ja auch gerne teilen, ne? So. Ja, teilen. Bei mir, Kommentare bei ihm. Oder so, ja. Nein, alles cool, alles cool. Macht mal bitte sehr, ne? Sehr loyal und sehr, wer ist denn das? Fair, genau. Gleichberechtigt. Also, nicht lang schnacken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.